Schneller, fitter, aktiver. Wer wünscht sich das nicht? Bist du es leid, dich müde und träge zu fühlen? Möchtest du deinen Stoffwechsel auf Hochtouren bringen, abnehmen und so richtig durchstarten? Dann halte dich fest. In diesem Video erkläre ich dir, wie du ohne Hungern, ohne langweilige Diäten und mit einfachen Alltagsänderungen deinen Stoffwechsel optimieren kannst. Und dein Körper wird sich bedanken, wenn du diese 5 Schritte umsetzt. Erstens. Iss natürliche, gesunde Ernährung. Einfach nur das, weil Ernährung mein Steckenpferd ist und mein Lieblingsthema und ich wahnsinnig gerne darüber rede. Die Nahrung, die wir zu uns nehmen, spielt eine entscheidende Rolle bei unserem Stoffwechsel. Vermeide fett- und zuckerhaltige Lebensmittel, weil sie aufgrund von Ballaststoffmangel den Stoffwechsel verlangsamen können. Stattdessen solltest du auf eine ausgewogene Ernährung achten mit viel Obst und Gemüse und magerem Eiweiß. Im Idealfall Hülsenfrüchte, weil die mehr Ballaststoffe enthalten als tierische Produkte. Und Proteine sind besonders wichtig, weil sie den Energieverbrauch bei der Verdauung erhöhen, weil sie den höchsten thermogenetischen Effekt von allen Lebensmitteln enthalten, also weil am meisten Kalorien von ihnen, verglichen mit Fett und Kohlenhydraten, zu Wärme umgewandelt werden und auch weil sie den Muskelerhalt unterstützen. Darüber hinaus ist es wichtig, regelmäßige Mahlzeiten zu essen. Regelmäßige Mahlzeiten unterstützen den Stoffwechsel, weil sie dem Körper einen konstanten Energieschub vermitteln. Langfristiges Mahlzeitenauslassen hingegen kann dazu führen, dass der Körper den Energieumsatz runterschraubt und man so auf Sparmodus umstellt und schlussendlich weniger Kalorien verbrennt. Außerdem führt das Auslassen von Mahlzeiten nur dazu, dass man zu hungrig wird und bei der nächsten Mahlzeit dann das Falsche und vielleicht auch zu viel von dem Falschen isst. Ausreichend Eiweiß zu essen ist erforderlich für die Reparatur und den Aufbau von Muskelgeweben im Körper. Abgesehen davon, dass man von Eiweiß auch besser satt wird und dass von Eiweiß mehr Kalorien zu Wärme umgewandelt werden. Muskeln verbrauchen zudem mehr Kalorien und so kann man durch bloßes Herumstehen, wenn man viele Muskeln hat, mehr verbrennen, als wenn man keine Muskeln hat und 30 Kilometer läuft. Also vielleicht nicht direkt in diesem Vergleich, aber ich denke, Prinzip ist klar. Mehr Muskeln gleich mehr Kalorienverbrennung als weniger Muskeln. Ballaststoffe wie in Obst, Gemüse, Vollkorngetreide und Hülsenfrüchten sorgen dafür, dass man mehr kauen muss, dadurch dann zum Beispiel auch mehr GLP-1 ausschüttet. Das ist das Äquivalent der Abnehmspritze Wegovy, was der Körper selber produzieren kann, und so das Sättigungsgefühl länger anhält. Das hilft auch, den Blutzucker zu regulieren und verhindert übermäßiges Essen. Und das wiederum beeinflusst den Stoffwechsel positiv. Ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist ebenfalls wichtig, um den Stoffwechsel aktiv zu halten. Dehydrierung kann den Stoffwechsel verlangsamen, während ausreichendes Trinken dem Körper bei der Verarbeitung von Nährstoffen hilft und auch beim Abtransport von Abfallstoffen unterstützt. Bestimmte Gewürze und scharfe Lebensmittel können zudem den Stoffwechsel temporär ankurbeln. Capsaicin, was zum Beispiel in Chilis enthalten ist, aber auch in anderen Lebensmitteln, steigert die Körpertemperatur und führt so zu einem schnelleren Stoffwechsel. Anstatt wenige große Mahlzeiten zu sich zu nehmen, sollte man zudem überlegen, ob man nicht vielleicht besser mehrere kleine Mahlzeiten essen möchte. Häufigere Mahlzeiten halten den Stoffwechsel aktiv, da der Körper kontinuierlich Energie für die Verdauung aufwenden muss. Und dann natürlich das Meiden von Crash-Diäten. Crash-Diäten können tatsächlich den Stoffwechsel ruinieren, weil der Körper in den Energiesparmodus rutscht. Eine ausgewogene Ernährung mit angemessener Kalorienzahl, nicht zu wenig, nicht zu viel, ist daher entscheidend, um den Stoffwechsel effektiv zu unterstützen. Und solltest du Probleme damit haben, deine Ernährung umzustellen und immer wieder zu Süßigkeiten und Junkfood greifen müssen, obwohl du dir vorgenommen hast, nun endlich durchzuhalten und nicht mehr rückfällig zu werden, dann ist vielleicht mein Raus-aus-der-Lust-Falle-Programm genau das Richtige für dich. Dieses wendet sich an alle Menschen, die das Gefühl haben, regelrecht süchtig nach Essen zu sein und welches am 19. August wieder neu startet. 3 Wochen Raus-aus-der-Lust-Falle-Challenge, gefolgt von 5 Wochen Nachbetreuung, das Ganze unter meiner Leitung in einer Gruppe und da kannst du dann vielleicht auch endlich, möglicherweise zum ersten Mal in deinem Leben, das absolut geile Gefühl von Abstinenz von Drogennahrung erleben. Und auch, wie fast alle Gelüste bereits nach 4 Tagen verschwunden sind, wenn man die entsprechenden Lebensmittel weglässt und dabei dann auch wirklich konsequent ist.
Mehr dazu gibt's unter www.silke-rosenbusch.de/lustfalle. Und falls du unsicher bist, ob du esssüchtig bist, ob das Ganze auf dich zutrifft und der Kurs für dich überhaupt relevant ist, dann ist vielleicht die Yale Food Addiction Scale das Richtige für dich. Das ist ein 13-pünktiger Test, um zu ermitteln, ob man esssüchtig ist oder nicht. Den habe nicht ich erfunden, sondern die Universität Yale. Aber du kannst ihn auf meiner Website runterladen, kostenlos, unter www.silke-rosenbusch.de/test. Punkt 2 für einen effektiven Stoffwechsel ist leider Bewegung. Wir kommen nicht drum herum. Regelmäßige Bewegung trägt nicht nur dazu bei, dass man Kalorien verbrennt, es kurbelt auch den Stoffwechsel an und sorgt zudem für eine Art Nachbrenneffekt. Das heißt, dass der Körper dann auch in Ruhephasen noch zusätzliche Kalorien verbrennen muss. Wenn du regelmäßige Bewegung in deinen Alltag integrierst, wirst du sehr schnell die positiven Effekte davon erfahren. Das bedeutet auch, du musst nicht unbedingt ins Fitnessstudio rennen und explizit Sport machen, es sei denn, du möchtest es. Nein, du kannst auch ganz normale Bewegung einfach in deinen Alltag integrieren. Unser Alltag bietet unendliche Möglichkeiten, den Stoffwechsel auf einfache und effektive Art anzukurbeln. Oft sind es die kleinen, alltäglichen Bewegungen, die den Unterschied machen. Vergiss den Aufzug und nimm stattdessen die Treppe. Schon das Treppensteigen allein ist eine großartige Möglichkeit, die Herzfrequenz zu erhöhen und den Stoffwechsel anzukurbeln. Oder bewege dich während deines Arbeitstages öfter. Steh auf und geh herum, statt den ganzen Tag nur am Schreibtisch zu sitzen. Einfache Aktivitäten wie kurze Spaziergänge, Dehnübungen oder ein paar Kniebeugen können den Stoffwechsel in Schwung bringen. Drittens könntest du mehr Bewegung in deinen Alltag integrieren. Anstatt auf der Couch zu sitzen, geh nach draußen und betreibe Gartenarbeit, spiel mit deinem Haustier oder spiel eine Runde Frisbee oder Tischtennis im Park. All diese Aktivitäten fördern die Muskelaktivität und erhöhen somit deinen Kalorienverbrauch. Viertens, wenn du die Möglichkeit hast, geh zu Fuß oder fahr mit dem Fahrrad, anstatt nur im Auto zu sitzen. Oder aber steig etwas früher aus dem Auto oder der Straßenbahn aus und lauf den Rest zu Fuß zur Arbeit. Die zusätzliche Bewegung im Freien ist nicht nur gut für deinen Stoffwechsel, sondern auch für deine Stimmung und deine Gesundheit. Punkt Nummer 3 und nicht zu unterschätzen ist ein guter Schlaf. Ich werde demnächst auch darüber noch ein Video machen, aber Schlaf ist wichtig für unsere körperliche und geistige Regeneration und wird reguliert von der Ausschüttung diverser Hormone. Während unser Einschlafen vor allem durch das Melatonin reguliert wird, wird unser Wachsein durch das Cortisol reguliert. Die Cortisolausschüttung ist morgens am höchsten von allen Tageszeiten, damit wir morgens aus dem Quark und aus dem Bett kommen. Wenn wir zu wenig schlafen, schütten wir zu viel Cortisol aus. Und Cortisol sorgt zum einen dafür, dass unser Stoffwechsel verlangsamt wird und gleichzeitig unsere Gelüste, besonders auf ungesundes Essen, erhöht werden. Schon eine einzige durchwachte Nacht führte in einer Studie dazu, dass der Körper vermehrt Fett einspeicherte und gleichzeitig Muskelproteine abbaute. Schlafmangel behindert damit auch den Diäterfolg. So verloren übergewichtige Probanden in einer Diätstudie weniger Gewicht bei gleicher Kalorienaufnahme, wenn sie 5,5 Stunden schliefen, statt wenn sie 8 Stunden schliefen. Das Stresshormon Cortisol scheint zum einen dazu zu führen, dass Zucker aus der Leber bereitgestellt wird, um Energie zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig die Fettzellen ihre Verbrennung runterschrauben, damit für die akute Stressbewältigung mehr Energie vorhanden ist. Das war evolutionsbiologisch sicher eine gute Idee, dass man mehr zur Verfügung hat und gleichzeitig weniger verbrennt. Aber evolutionsbiologisch hatten wir immer nur kurze Stressperioden und nicht so wie jetzt Dauerstress. Daher sind wir jetzt auch wesentlich dicker. Also nicht nur deswegen, aber auch deswegen sind wir wesentlich dicker als all unsere Vorfahren jemals. Also versuche darauf zu achten, 7 bis 9 Stunden zu schlafen, damit dein Stoffwechsel aktiv bleiben kann und Zeit zur Erholung hat. Und gegebenenfalls auch Koffein zu reduzieren, denn die meisten von uns haben einen Schlafmangel, auch weil sie sich dauernd hochputschen, falls das für dich möglich ist. Punkt 4 ist das Krafttraining. Und ja, ich muss leider schon wieder den Sport erwähnen.
Krafttraining führt dazu, dass wir mehr Muskel aufbauen. Und je mehr Muskeln wir haben, desto mehr Energie kann unser Körper verbrennen. Du musst aber natürlich kein Bodybuilder sein, um von den Vorteilen des Krafttrainings profitieren zu können. Beginne mit einfachen Übungen wie Liegestützen oder Kniebeugen oder Kurzhantel-Workouts. Krafttraining hilft über mehrere Mechanismen, den Stoffwechsel anzukurbeln. So führt es, eben schon angesprochen, zu einer Zunahme der Muskelmasse. Muskeln verbrauchen wiederum mehr Energie als Fettgewebe und so kommt es zu einem höheren Grundumsatz und Arbeitsumsatz. Das bedeutet, dass der Körper auch im Ruhezustand mehr Energie verbrennt. Dann gibt es den Nachbrenneffekt, den habe ich schon bei regelmäßiger Bewegung angesprochen. Das bedeutet, dass nach intensiver körperlicher Bewegung der Körper allein schon deswegen Kalorien verbraucht, weil er damit beschäftigt ist, sich zu regenerieren und zu reparieren. Ergo, wir haben einen stärker ausgeprägten Stoffwechsel. Darüber hinaus regt Krafttraining auch die Ausschüttung diverser Hormone an. Zum einen das Testosteron, aber auch das Somatotropin. Das ist ein Wachstumshormon, was dazu beiträgt, dass man aufbauende Wirkung im Körper überhaupt haben oder wahrnehmen kann. Und auch das Aufbauende wiederum steigert den Grundumsatz und damit die Stoffwechselaktivität. Und last but not least kommen wir vom Sport wieder zu etwas Attraktiverem und das ist das Stressmanagement. Beziehungsweise gönnt euch mehr Ruhe, wenn ihr wollt, dass euer Stoffwechsel schneller arbeitet. Auch hier, genau wie beim Schlafmangel, wieder das Thema Stress. Stress führt zur Ausschüttung von Cortisol und Cortisol reduziert die Stoffwechselaktivität, indem zum einen mehr Energie verlangt wird vom Körper, also Junkfood-Energie, schnelle Energie, und gleichzeitig die Fettzellen ihre Verbrennungsaktivitäten reduzieren. Es macht daher Sinn, irgendwie Wege zu finden, seinen Stress runterzuschrauben und sich zu entspannen. Sei es mit Methoden wie Yoga, autogenes Training, Meditation, Spazierengehen, mal ein gutes Buch lesen, ein Bad nehmen. Was auch immer man glaubt, dass einem fehlt. Oder aber, und das macht in meinen Augen noch mehr Sinn, man sollte sich bemühen, aufzupassen, dass Stress überhaupt gar nicht erst entsteht. Und das ist das Thema Work-Life-Balance. Ich persönlich finde ja, wir können eine Menge von der Generation Z lernen. Es ist gerade überall in den Medien, die Generation Z will nicht arbeiten, die wollen keine 40 Stunden machen, die wollen Work-Life-Balance, die wollen nicht wie die Boomer den ganzen Tag nur schaffe, schaffe, Häusle bauen, die wollen auch jetzt schon in Urlaub fahren und nicht erst in der Rente Dinge machen, die sie gerne machen wollen. Die wollen einen Job haben, der ihnen Spaß macht und nicht einfach 40 Stunden jede Woche Dinge zu tun, die man eigentlich hasst und dann am Wochenende ordentlich auf die Pauke zu hauen. Daher bin ich ein großer Fan der Nicht-40-Stunden-Woche. Man merkt es gravierend, ob man nur 35 oder 30 Stunden macht, verglichen mit einer 40-Stunden-Woche. Und mir persönlich ist absolut nicht klar, wie man es schaffen kann, wenn man 40 Stunden die Woche arbeitet, noch den Rest seines Lebens auf die Reihe zu kriegen. Wann soll ich dann Zeit mit der Familie verbringen? Wann soll ich Sport machen? Wann soll ich mir mein Essen zubereiten, was erforderlich ist, dass ich es mir selber zubereite, denn sonst ist es in der Regel nicht gesund. Ich muss auch noch Freunde treffen. Ich muss auch noch den Haushalt machen. Wie kriegt man das alles unter, wenn man zum 40 Stunden gearbeitet hat? Ich kann das nicht. Deswegen arbeite ich auch nur ungefähr 30 Stunden die Woche, auch wenn ich das freiberuflich tue. Mir ist natürlich klar, dass in der Regel die Anzahl der gearbeiteten Stunden auch mit dem Einkommen einhergeht. Und das ist so ein bisschen die Krux daran. Oft ist es so, je mehr man arbeitet, desto mehr verdient man auch. Aber vielleicht ist mehr zu verdienen nicht der Weg zu mehr Glück. Und daher finde ich es auch wichtig, sich mal mit Themen wie Frugalismus, Minimalismus, sowas auseinanderzusetzen oder auch Nachhaltigkeit. Nicht immer nur sein Glück im Konsum zu suchen, sondern vielleicht auch in anderen Dingen, vielleicht im Gegenteil von Konsum, im Abstoßen von übermäßigen Sachen, weil man so auch eine Struktur in sein Leben kriegt. Vielleicht braucht man auch nicht die große Wohnung, vielleicht braucht man auch nicht da wohnen, wo man jetzt gerade wohnt. Vielleicht lohnt sich ein Umzug, weil man jetzt auch nach der Pandemie im Homeoffice arbeiten kann und vielleicht zahlt man woanders weniger Miete.
Das ist für jeden individuell, aber ich finde, es lohnt sich darüber nachzudenken, ob man es auch irgendwie schaffen kann, weniger zu arbeiten, um einfach mehr Lebensqualität zu haben. Denn Fakt ist, unsere Lebenszeit ist begrenzt, aber das Geld, was wir verdienen können, ist technisch gesehen nicht begrenzt. Klar, wir sind nicht alle Joanna K. Rowling, die einen Harry Potter schreiben und dann Milliardäre sind oder so, aber es gibt andere Möglichkeiten, effektiver zu Geld zu kommen, als seine Zeit zu verkaufen oder mehr Geld zu bekommen auf eine Arbeitsstunde, als man es jetzt tut und diese Dinge darüber einfach mal reflektieren. Denn die Boomer-Generation, also die Generation meiner Eltern, die sind jetzt in Rente und die sind krank. Und das finde ich persönlich nicht erstrebenswert. Also, ein schneller Stoffwechsel ist kein Zufall, sondern das Ergebnis eines gesunden Lebensstils. Durch regelmäßige Bewegung, Krafttraining, ausreichend Schlaf und auch Stressbewältigung kannst du deinen Stoffwechsel ankurbeln und in den Griff kriegen. Probier diese 5 Wege einfach aus und gucke, was für dich gut funktioniert. Und vergiss nicht, kleine Veränderungen im Alltag können schon eine große Wirkung haben. Also bleib dran, arbeite kontinuierlich an deiner Gesundheit und dein Körper wird es dir danken. Und noch mehr Tipps, um deinen Stoffwechsel anzukurbeln, findest du übrigens in diesem Video. Da gehe ich dann auch noch ein auf das Mikrobiom, also die Darmflora und die Schilddrüse. Und ansonsten gib mir einen Daumen hoch, wenn dir dieses Video gefallen hat und abonniere den Kanal, damit du keine zukünftigen Gesundheitstipps verpasst. Also vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, bis nächste Woche. Ciao, eure Silke.